Hallihallo, so, wir machen wieder eine Aufnahme vom Skat Community Club und wir legen gleich los. 224 Spiele werden angeboten. Start 20 Uhr, immer Dienstagabends. Aktuell im jetzigen Quartal, wir machen immer Quartalswertung, gibt es eine kleine Besonderheit. Wir haben Kopfgeld ausgelot. Ausgesprochen. Auf jeden Fall auf mich und auf Daniel. Das heißt, jeder, der für uns landet, bei einer entsprechenden Liste, bekommt 5 Euro Gutschrift. Wir machen das krank. Drei. Ja, wir wären so ein bisschen nach hinten gekommen, ne? Über, wenn man jetzt mit dem Herz verweigert, können wir Pik oben unten spielen, kommen nach hinten und gewinnen auch. So, Skat Community Club, kurzer Hinweis, immer 24 Spiele, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, kein Startgeld, nur Verlustspielgeld und selbst das Verlustspielgeld schütten wir am Ende des Quartals wieder aus. Ja, das ist vom Prinzip her schon eigentlich immer Quartalswertung, je nachdem wie viele Serienmöglichkeiten es gibt im Quartal. Immer eine mehr wie die Hälfte ist eine Mindestanforderung, um die Wertung reinzukommen. Und es gibt am Ende gibt's gesponserte Preise plus das Verlustspielgeld obendrauf. Genau. Ui, jetzt haben wir Abzug. Und hat es auch mal noch bei uns. Hm? Genau, eigentlich soweit eine runde Sache, schöne Sache. Wir bekommen von Euroskat den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt, plus ein paar gesponserte Preise obendrauf, was natürlich keine Selbstverständlichkeit ist. Oben, wo wir sehr dankbar sind. Und vom Prinzip her gilt es einfach zu spielen, Spaß zu haben und so. Das Ganze. In einem Rahmen, wo wirklich, glaube ich, tippitoppi ist, kann man gar nichts sagen. Ja. Das heißt aber, dass er keine Abgabe neben dran hat. Sonst hätte er von Ass 10 zu 4, genau, Ass 10 können. Nulli, wie ist die Idee beim Null? Ich glaube, so. Nochmal. Für 7-10 in Kreuz, wenn er als Karo spielt, haben wir. Nein. Hätte vorher machen müssen. Das Kreuz wegkriegen. Das töten wir ja nicht. Aber geht dann nicht, glaube ich, oder? Kreuz war doch zu gut.
Trotzdem ist natürlich Karo. Aber ich glaube, es wäre nur im Pik so gegangen, aber Pik haben wir viermal. Krang. Großartig, hat es 10 zu 3, hat es 10 zu 4, ist irgendwie so natürlich eine Geschichte, wo man ein bisschen drauf hoffen kann, vielleicht. Es gibt eine andere Hoffnung, es gibt einen immer, hat es 10 zu 4, gibt es nicht mehr, sondern es gibt es nur noch irgendwie sowas wie den zweiten Buben bei uns. Nimm da raus. Ich denke, dass die Dame hoch ist oft. Was hat er jetzt gemacht? Muss doch Pik blank stellen. So, ne, hat er schon. Blank, deswegen. 61. Alles richtig gemacht, noch rausgenommen. Alles okay. So, Raskar spielt Karo-König. Eine gute Karte. Aber das wahrscheinlich jetzt nichts bringen wird, weil die Buben kommen im Zweifel. Genau, wird da noch ein zweiter Bube hier stehen. Karo 10 vielleicht abschießen. Wir haben halt hier natürlich auch Baustelle, ne? Dass wir beide 10 bestellt haben. Jetzt wird es ein bisschen gelockert. Jetzt wird abgeschossen. Herz, was war ein Herz? Ja. Der erste hat mich überholt. Karotten mit Malbude. Bitte nicht der Alte. Schade, Schokolade. Müssen drum was leider aufgeben, glaube ich. Na, doch nicht. Ich kann auch dann Karo Bauer spielen, da kommt er nach hinten. Dann gibt es den Überstich gar nicht. Also, egal. Ui. So, Karo. Zu wenig volle gefühlt. Ich putz hier einmal.
Und eine Ass 10 Lusche Kreuz hat gewinnen. So ist egal. Wird wir gewinnen. So nie, meiner Meinung nach sogar. Wahrscheinlich hat die Farbe frei. Kreuz 10 reinhauen vielleicht. Nee, ist nicht frei. Was haben wir denn? Chancen? Was ist das denn, Lusche? Gib ihn mal. Das ist gut. Hm. Gegen 2-2 haben wir irgendwie Chancen. Kopfschmerzen. Ein Herzkönig hätte er da geschnitten normalerweise. Das heißt, wir können relativ beruhigt Herz 10 laden erstmal. Sechsundfünfzig. Und Flüsse spielt er wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich gewonnen. Nee, er macht einen Rumpfstehen noch. Man muss drauf, du musst hoffen, dass eigentlich Ding, oder? Dass Rumpf König schläft, glaube ich. Oder halt andersrum, dass das Bauer schläft. Schon okay, was er gemacht hat. Geht auch anders, ja. So, ich denke, wir spielen Gerang. Nicht als König, bitte. Das ist okay. Seine Karo-Bild zumindest mal hochstellen. Bin mir nicht sicher, was besser ist. Gib mal eine volle, ne? Hat's 10 oder Ding? Oder Karo Ass. Weiter jetzt. Yep. Ist dünn. Ganz dünne Kost. Vier Trumpf und einen Blanken in der Hand. Will ich mal mit, dass wir es nicht verraten unbedingt, weil wir haben auch einen Blanke zum Ausspielen. Zeigen. Ich denke, das ist ein Standardspiel mit, das ist viel. Gehabt oder was? Nein. Ist kein Standardspiel. Hier mal Kreuz.
gemacht, der Oskar. Gleiche Schalle darauf, dass er abwerfen muss. Wir müssen trotzdem einen Buben spielen, das ist ein bisschen ärgerlich. Dann hat er bis zwei Buben, dann schießt er uns. Wird dann drei Pik drin lassen, eigentlich. Ach, Pik 10. Das kann er verweigern. Oh, nee. Komm doch an. Ja, 2, deswegen 22. Naja, da spielen wir gleich nochmal ein. Wir haben eine Null gehabt wie alles andere, ne? Egal. Ja, ein Zwischenzug ist korrekt. Oder? 78. Am 13. 56 sind 69. 0 Augen gedrückt sind und 6 Augen oben sind 75. Genau, wir brauchen 1. Ein Pickbild mehr kriegen im Endeffekt, im Zweifel. Die König. Tritt mir den Abstich nicht, weil er den ersten mitgenommen hat, gefühlt. Jetzt hat's getroffen, wäre auch nochmal besser gewesen. Gemacht. Ich will ja, dass wir rankommen und gut, natürlich kann man sagen, mal mitnehmen und die Übergabe ist die einzige Chance oder einfachste Weg ist halt, wenn er uns ranlässt, ne, über den Trumpf. Schießt aber auch der Bauer ab. Also, aber er wird kurz. Auf jeden Fall. Füllt Pik 10. Aber wir füllen Kraft in Trumpf, ne? Wenn da so ein Herz Bube angeflattert kommt, nachdem ihr blank ausgespielt habt, könnt ihr euch grundsätzlich merken,
Wenn der den alten hat, dann spielt er meistens den alten aus. Also im Regelfall kommen wir ran. Ob das jetzt gut ist, zwingend, er weiß natürlich nicht, dass wir noch trotzdem noch die Trumpfstiche so in der Hand haben, wie wir sie in der Hand haben. Klar. Aber vom Grundsatz her ist es so, er spielt ja blank aus, weil er abstechen will oder überstechen will, also irgendwas in der Form. Wenn er drei Bauern hat, also wenn er Kreuz, Herz, Karo, Bauer hat, spielt er in dem Fall, jetzt, weil er, wenn er schützen will, spielt er ja eigentlich eher einen Alten aus. Beziehungsweise man spielt mit der Konstellation so meiner Meinung nach immer einen Alten aus, mit diesen drei Buben. Deswegen eher mal das Vertrauen haben, sage ich mal, dass euer Partner den kann. Vielleicht ist es gleich noch eine Anzeige. Ich zurück. So ist der Rest, oder? Ja. Jens, man, ist auf einem guten Weg. So, kann sein, dass es drei kleine Buben sind, deswegen spielen wir jetzt mal blank, dass wir Trumpf 10 einfach retten können, eventuell. Ja, es sind drei kleine Buben. 6 Trumpf, Karo Ass 10, Lusche eine Blanke. Ich wäre Karo nicht gelaufen mit der 10. Blankes Herz Ass. Wieder bis Karo Ass 10. Könnten beide sogar vor mir landen, ne? Wegen den 5 Euro. Jetzt ist genau das Spiel, das wir natürlich nicht sehen wollten. Ja, aber falls du Karo Ass Lusche noch hat, den siebten können ja auch wir haben. Karo Ass da, Lusche, ja, damit dazugelegt werden. Schön in die Suppe reingelangt. Wir verraten nicht die Karte. Auf 10 kriegen wir jetzt. Die holen wir auch. Und jetzt glaube ich, spielen wir erstmal Herz, dass sie sich verschneiden eventuell. Bringen Karo sowieso nicht mehr hoch unter normalen Umständen. Alles richtig jetzt. Wie im Film. Ah, schön. Es ist wirklich.
Direkt rausgenommen, Schippik 10 auf der Seite. Das K.O.-Spiel noch mehr Chancen, ne? Trotzdem, dass es richtig ist. Spiegel halt nie. Maximal sagen können Kreuz König Dame Lusche oder sowas. Eigentlich Kreuz Ass spielen, um Schneiderzug zu überprüfen, ne? Kreuz Kreuz 10 blank ist. So, jetzt könnten es wirklich, beide sind es vor mir, ne? Das Spiel, was es umgerissen hat. Genau, vielleicht sogar machen. Also, standbedingt. Auch immer Herz ist natürlich auch souverän, aber 2 Punkte will ich jetzt zumindest mal mehr machen. Jungs, mit Passen kommt da nicht hin. Oh, vielleicht Jens, vielleicht schon. Immer mehr Pick weg. So, jetzt haben wir schon wieder zweiter. Den nehmen wir auch noch. Das souverän gespielt, muss man sagen. Alles gut. Will mir nicht Herz Ass abschießen lassen. Wenn wir Herz Unterzug machen, das bedeutet, wir geben eine eigene Volle ab und die will ich in dem Spiel eigentlich nicht unbedingt abgeben. Mir ist vielleicht sogar konsequenter, Herz Ass zu spielen übrigens. Einfach direkt die einzige Chance, noch Schneider zu spielen. Standplan gucken. Kann man reizen natürlich.
So, gäbe. Wir haben mal wieder einen Gewinner von weiteren 5 Euro. Okidoki, das war die erste Liste für die Skat Community Club heute am Mittwoch, Dienstag, den 9.4. Bis dahin. Tschüss.